Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Patrick und ich bin Zauberer. Okay, machen wir was anderes. Nein, ist doch die Flasche. Und? Sie haben recht. Sie sind ja selbst und braucht eigentlich 5 Karten und ich habe nur diese eine. Und die ist zwar rot auf der Rückseite, aber schwarz auf der Vorderseite. Dazu brauche ich eine Schere. Dann habe ich noch ein Seidentuch dabei. Ja. Das ist ein sehr schönes Kunststück. Funktioniert mit diesem Glas und dieser Flasche. Ziel ist es, dass die beiden die Plätze tauschen. Also das Glas tauscht gleich den Platz mit... Oh! Da habe ich eine Flasche zu viel. Gut. Ich fange nochmal neu an. Also... Ja, das, ich sollte das vielleicht erklären. Wenn man mit so zerbrechlichen Sachen wie mit Flaschen arbeitet, dann ist es immer gut, eine Ersatzflasche dabei zu haben, für den Fall, dass was kaputt geht. Das ist der Grund, warum ich die habe. Aber eigentlich brauchen wir die nicht. Also es geht nur um die beiden Sachen hier, das Glas und die Flasche. Und die werden verdeckt und tauschen gleich die Plätze. Also damit ich es nicht berühre, habe ich diese Röhren. Ich brauche also nur schnipsen und schon tauschen sie die Plätze. Ja, hat geklappt. Ehrlich? Ja. So, und das war noch der leichte Teil. Der schwierige, das ist sie wieder zurückwandern zu lassen. Ja, danke. Nein, also, ich sollte vielleicht sagen, der Trick kommt wesentlich besser an, wenn man bereits den Inhalt dieser Martini-Flasche intus hat. Wenn man trocken ist, glaubt man es nicht, dass es sehr einfach ist, dass die beiden die Plätze tauschen. Sehr schwierig ist es, wieder zurückwandern zu lassen. Ja. Nicht vergessen hierbei, Röhre Nummer 1 kommt immer über die Flasche. Und die Röhre Nummer 2 kommt... Oh, Entschuldigung, eine Flasche zu viel. Röhre Nummer 2 kommt immer über das Glas, welches eine Flasche wird und die Flasche wird das Glas. Hey. Röhre 1 über die Flasche. Röhre Nummer 2... Oh, Entschuldigung, da habe ich eine Flasche zu viel. Kann mal passieren, okay. Röhre 2 kommt über das Glas über die Flasche und andersrum. So. Wo ich gerade einfach bin, das Ganze funktioniert auch mit nur einer Röhre. Also kein Problem. Glas, Flasche, Flasche, Glas. Wenn man das so macht, braucht man allerdings immer eine extra Flasche. Versteckt drin. Das ist ganz wichtig dabei, ja? Dann ist es ganz einfach. Glas wird die Flasche, und die Flasche wird das Glas. Solange man eine extra Flasche. Und das Ganze geht auch mit beiden Röhren natürlich. Kein Problem. Glas, Flasche, Flasche, Glas. Solange man eine extra Flasche versteckt da drin. Ja gut, Sie glauben jetzt vielleicht, ich kann den Trick nicht, ohne mehrere Flaschen zu benutzen. Das ist nicht so. Ich beweise es Ihnen. Ich markiere diese Flasche mit diesem weißen Tuch. Passt nicht ganz zum Schwimmen, macht aber nichts. Und auf diese Art und Weise können Sie die Flasche von allen anderen unterscheiden. Passen Sie auf. 1, 2, 3 und sie wandert. Und das war, wie gesagt, noch der leichte Teil. Ich habe es Ihnen gesagt, der schwierige Teil ist es, sie wieder zurückwandern zu lassen. Ja, wenn man das so macht, braucht man allerdings immer noch eine Flasche. 2 Ersatzflaschen. Alles klar, danke.